Liebe Gelsenkirchnerinnen, liebe Gelsenkirchner, jetzt bin ich Ihre Oberbürgermeisterin. Sie haben mir am 27.09. Ihr Vertrauen geschenkt und gleichzeitig eine große Verantwortung übertragen, diese unsere Stadt jeden Tag ein Stück voranzubringen. Und das Amt beginne ich in einer Zeit, die keine ganz leichte ist. Stark geprägt durch die Pandemie, die sich jetzt in einer Phase befindet, wo wir noch nicht wissen, werden die Zahlen weiter explodieren oder gelingt es uns, in relativ kurzer Zeit die Infektionszahlen deutlich einzudämmen. Dafür brauche ich Sie. Dafür brauche ich das, was ich in den letzten Monaten an Rückhalt, an Zusammenhalt und an Gemeinsinn in dieser Stadt schon gespürt habe. Lassen Sie uns auch weiter gemeinsam aufeinander aufpassen, die Regeln einhalten, auch in einer Zeit, in der uns mehr nach Nähe ist, die Distanz wahren und trotzdem freundlich und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wir haben viele Aufgaben und wir haben viele Herausforderungen. Ich möchte gerne mit Ihnen gemeinsam ab heute die Bildung voranbringen, jedem Kind und jedem Erwachsenen die ihm adäquate Bildung und Ausbildung zukommen lassen, für jeden zukunftsorientierten Arbeitsplatz eintreten, die ökologische Transformation zu begleiten. Alleine das ist schon ein großes Programm. Und darüber hinaus gilt es, in jedem Quartier in dieser Stadt kleine Initiativen zu fördern, zu unterstützen, damit Nachbarschaften wachsen, Freundschaften initiiert werden können und die Quartiere gestärkt werden. Dafür bin ich auf Sie angewiesen. Auf Ihre Unterstützung, auf Ihre kritische Begleitung, auf die ein oder andere Idee, die von Ihnen kommt, die ich heute nicht kenne. Ich freue mich, mit Ihnen weiterhin jeden Tag in Kontakt zu bleiben.